Also, dass er Glückspilz ist, gibt es etwa so seit vielleicht 1800 rum. Okay. Man könnte beinahe annehmen, dass die Romantiker wieder mal die Hand im Spiel hatten. Die haben ja durchaus psychoaktive Pflanzen zu schätzen gewusst. Und es war damals auch kein Problem, zum Beispiel einen mit Opium geschwängerten Wein zu genießen. Das war wie Stimmt, Aspirin oder so. ja. Also Goethe hat sich sehr damit beschäftigt. Er war ja so ein bisschen Hypochonder, hatte Aha. immer irgendwelche Krankheiten Ja. und hat sich dann tief da reingedacht. Und in dem, was er schreibt, findet man dann auch Hinweise darauf, dass er und der Freundeskreis durchaus wussten, welche Pflanzen welche Wirkung haben. Also man kann annehmen, dass da vielleicht auch nochmal eine neue Saat gelegt wurde. Es gab die ersten Märchenbücher auch. In den Märchenbüchern wurden Zwerge mit abgebildet. Und in Thüringen, wo ja die ersten Gartenzwerge hergestellt wurden, sagt der ursprüngliche erste Besitzer der Manufaktur, sagt, dass er die Abbildung in einem Märchenbuch gefunden hat. Er hat also die Gartenzwerge nach einem Märchen gemacht. Und in Märchen werden ja oft auch die Fliegenpilze mitgezeigt. Man hat ja fast so ein bisschen den Eindruck, der Illustrator will sagen, ich weiß, was in dem Märchen gespielt wird, also in Zaubermärchen. Mir müsst ihr nichts vormachen. Die Lebkuchen am Haus der Hexe sind mit Sicherheit Fliegenpilze gewesen, die die zum Trocknen hingehängt Okay, hat. Und das ja. Märchen nennt es halt Lebkuchen, weil das Wissen darüber verloren gegangen ist. Verloren Und der Illustrator sagt, da kommt ein Fliegenpilz rein. Und sie finden ganz viele Hänsel- und Gretel-Abbildungen aus alter Zeit, wo fast immer der Fliegenpilz in der Nähe der Hexe steht. ja. Also jemand, also der Illustrator ist sozusagen, er macht uns das Geschenk zu sagen, guck mal, wenn du genau hinguckst, dann weißt du, Spannend, wie es ja. sowas geben kann, wie es zu so einer Geschichte kommt. Also zum Beispiel der Apfel, den die böse Königin dem Schneewittchen bringt und der vergiftet ist, führt ja dazu, dass das Schneewittchen ins Koma fällt. Und dann wird es durch einen Kuss wieder aufgeweckt. Wenn sie Fliegenpilze essen, ist eine der Folgen, dass sie in einen ganz tiefen Schlaf, todesähnlichen, scheinbar todesähnlichen Schlaf verfallen. Der Arzt, der sie sehen würde, würde von Koma sprechen. Ihre Frau wird vielleicht sagen, ja, der schläft sich mal richtig gut aus. Ja. Also, ne? Das heißt, das sind schon, also es gibt auch einen russischen Schriftsteller, Ethnologen, Forscher, der Wladimir Propp, der hat ungefähr so 1947 rum ein ganz dickes Buch gemacht, ob, wie und warum vielleicht ganz viele Märchen einen Ursprung haben in einer rituellen Beglückung von jungen Leuten, die man dann in den Wald geschickt hat und dort war eine Hexe, aber eigentlich eine weise Frau. Und die hat mit Hilfe von Fliegenpilzen oder anderen psychoaktiven Substanzen so eine Art magisches Theater erzeugt, was dann für Leute unvergesslich wurde, ne? Also sie haben dann natürlich in der Täuschung, der Pilz täuscht ja, es ist ja ein Gift, es ist ja, Ja. der Psychiater würde sagen, er führt zu Beeinträchtigung unseres Bewusstseins.